Hallo und herzlich willkommen hier auf duelder.de. Willkommen zum vierten Teil von SRT. Wir wollen uns heute erstmal damit beschäftigen mit der Zeitmessung. Wir alle messen Zeit mit einer Uhr, aber bei der Einsteinschen Relativitätstheorie liegt es jetzt eher nahe, die Zeitmessung irgendwie an unser Licht zu koppeln, das sich ja in jedem Inertialsystem immer gleich schnell ausbreitet. Die Lichtgeschwindigkeit c ist immer gleich. Nun, was können wir uns da für eine Uhr überlegen? Das Einfachste ist, wir nehmen einfach mal zwei Spiegel, in dem irgendwie ein Lichtblitz, ein Lichtimpuls hin und her reflektiert wird. Und jetzt, wie man das technisch genau umsetzen kann, ist natürlich ein bisschen kompliziert, weil wir müssten gucken, dass der Lichtblitz auch immer wieder die gleiche Stärke hat, also immer wieder nachgebaut wird, also müsste irgendwo wirklich ein Lichtblitz hier irgendwie nachgereicht werden kann. Und irgendwo müsste eine Fotodiode sein, die uns immer zum Beispiel ein akustisches Signal gibt, wenn da Licht ankommt, also immer klickt oder tickt, wie wir es von der Ursache vom Sekundenzeiger gewohnt sind. Also das Licht geht immer zweimal hin und her, oder hin und her, also zweimal den Weg, und dann tickt es wieder. Das heißt, je nachdem, wenn ich das Ding größer mache, umso länger dauert es natürlich, bis ein Tick kommt. Man muss es halt festlegen. Wenn man das wirklich auf eine Sekunde machen will, wird es sehr groß, könnt ihr dann ausrechnen. Ich glaube, das waren so 15 Kilometer. Dementsprechend muss ich es einfach kleiner machen, handlicher irgendwie. Dann tickt es halt deutlich öfters. Sowas gibt es eigentlich nicht wirklich. Aber wie gesagt, Gedankenexperimente, so könnte man sich eine perfekte Uhr vorstellen. Nun, jetzt nehmen wir diese perfekte Uhr und gehen zu dem Beispiel von vorhin über. Wir hatten den Bahnhof und den Zug, wo man unterschiedliche, wo man nicht verstehen konnte, wie man das misst, mit dem, dass man da zweimal die gleiche Geschwindigkeit für die Lichtgeschwindigkeit bestimmen kann. Jetzt versuchen wir uns einfach mal zu überlegen, wie messen die Leute da drin eigentlich Zeit? Zeit ist ja grundlegend für die Geschwindigkeitsbegriff. Nun, ich führe also zwei Leute ein. Ich nenne die Person immer B, die am Bahnhof steht, und Z, die sich im Zug bewegt. B hat also so eine Uhr neben sich stehen und überlegt, naja, wie kann ich die Länge eines Ticks, den Abstand zwischen den Ticks ausrechnen, also die Zeit t, naja, 2 mal d, wenn das hier die Entfernung d sei, 2 mal d durch die Lichtgeschwindigkeit c gibt diese Zeit, 2d durch c. Das ist relativ einfach für den. Nun, jetzt nimmt z genau dieselbe Uhr mit in den Zug. Jetzt müssen wir uns überlegen, was da drin passiert. Nun, wenn das der Spiegel ist, von dem wir starten, fährt der Zug weiter und bis man oben an einem anderen Spiegel ankommt, ist der Spiegel schon so weit gediegen. Also wir bewegen uns in diese Richtung mit einer Geschwindigkeit v. Und wenn er zurückgeworfen wird, muss er wieder bis dahin kommen. Das heißt, unser Lichtimpuls begeht etwa diesen Weg. Wir sehen, der ist schon länger. Das hier ist immer noch, dieser Abstand bleibt ja gleich. Den, da tut sich ja nichts. Nun, jetzt müssen wir uns das überlegen. Hier ist natürlich ein rechter Winkel. V mal die neue Zeit, ich nenne sie T tilde, also Schlangenlinie, so weit ist er hierhin vorgedrungen. Das hier ist weiterhin natürlich d. Und hier oben haben wir ja c, die Lichtgeschwindigkeit, also der Lichtimpuls, mal t tilde. Das wissen wir ja. Naja, wenn wir das wissen, können wir doch einfach den Satz von Pythagoras anwenden. D Quadrat plus vt Quadrat, v mal t tilde, jeweils ins Quadrat, muss die Hypotenuse ins Quadrat sein. Also c mal t jeweils ins Quadrat. Uns interessiert aber natürlich die Zeit t, die wir dafür brauchen, für diese Strecke. Wir müssen also nach t auflösen. Dafür nehme ich erstmal dieses v Quadrat mal t Quadrat auf diese Seite. Also minus v Quadrat t tilde Quadrat. Dann haben wir d Quadrat ist gleich c Quadrat t tilde Quadrat minus
V-Quadrat, Tilde-Quadrat. Da wir ja nach T auflösen wollen, müssen wir jetzt einfach dieses T ausklammern. Dann sieht es so aus. Und jetzt teile ich durch diese Klammer. Dann steht hier d² durch c² minus v² ist gleich dt². Nun, hier oben sehen wir, hier steht d durch c. Wäre auch schön, wenn wir hier etwas Ähnliches hätten. Aus dem Grund klammere ich hier unten mal das c aus. Dann steht hier nämlich d² durch c² mal 1 minus v² durch c². Dieses 1 durch v² minus c² kommt uns hoffentlich bekannt vor. So, also wissen wir das hier. Und jetzt, um das t, das wir in diesem System Zug in der Satz messen, auszurechnen, muss ich das hier ja zweimal gehen. Das ist ja der Weg hier hoch und analog gibt es diesen Weg hier runter. Also ist T', ich nenne es wieder Strich, für das gestrichene Inertialsystem, also unser bewegtes Inertialsystem. Habe ich im ersten Video schon immer so gemacht. Das bewegte ist das gestrichene Inertialsystem, deswegen T'. Nun, das kann ich jetzt ausrechnen. Ich muss hier natürlich die Wurzel ziehen und ich muss es zweimal nehmen. Also zweimal D durch C mal 1 und davon die Wurzel, also Wurzel von 1 minus V² durch C². So, das müssen wir jetzt mal versuchen zu interpretieren. Ihr seht, der Term stimmt überein. Hier steht auch noch dieser Faktor dran. 1 minus etwas und davon die Wurzel, das ist also kleiner als 1. Das heißt, 1 durch etwas, was kleiner ist als 1, ist größer als 1. Das heißt, T' ist größer. Das heißt, die Zeit vergeht in etwas, was sich bewegt, langsamer. Das gilt nicht nur für unsere Lichtuhr, das gilt auch für eine ganz normale Armbanduhr. Und das würde sogar für die Zeit gelten, die ihr messt, wenn ihr euren Puls messt. Oder sonst was. Das heißt, jemand, der sich in einem bewegten Gegenstand befindet, altert langsamer. Nun, das hat man tatsächlich versucht. Man hat eine Uhr genommen, zwei Atomuhren. Eine hat man da stehen lassen auf dem Flughafen, eine ins Flugzeug gestellt, einmal um die Welt geflogen und es gab wirklich den vorher berechneten Unterschied dafür. Das war natürlich sehr minimal, aber man konnte es nachweisen mit einer Atomuhr. Wenn man sich aber überlegt, wir haben vorhin gesagt, man kann nicht feststellen, ob man sich bewegt oder nicht bewegt. Wenn wir jetzt einfach alles umdrehen, wenn ich im Zug sitze, bewegt sich für mich alles außen rum und ich mich nicht. Dementsprechend geht für mich, wenn ich im Zug sitze, für Z, die Uhr von B langsamer. Das heißt, das hier ist die Uhr, die Z zwar mitgeführt hat, aber von B aus gesehen. Umgekehrt kann auch Z die Uhr von B betrachten und dann sieht er im Prinzip genau das Analoge hierzu und sagt, naja, die Uhr von B, der da am Bahnhof stehen geblieben ist, bewegt sich auch langsamer. Also langsamer. Also ist das nur eine Frage davon, von wo aus wir das alles betrachten. Nun, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Klickt auf die fortführenden Videos. Vielen Dank.